Hallo Leute, hier ist Alex Alemann 20 und heute bringe ich euch ein GTA 5 Online 1.17 Unsterblichkeit Glitch. Das einzige, was wir machen müssen, was sehr wichtig ist, ihr braucht einen Freund dazu und ihr braucht eine Garage ohne Video, wie man rausfährt. Ich zeige euch am besten die hier, die ist nicht so teuer. Das seht ihr in der Karte, hier ist der LS Customs. Oben bei Lester, hier ist Lester immer. Und da ist die Garage. Da einfach die kaufen, die kostet 150.000. Was ihr machen müsst, ihr müsst in eure Garage reinfahren. Dann wieder in Auto einsteigen mit eurem Kollege. Mit eurem Kollege müsst ihr einsteigen. Rausfahren und gleich wieder reinfahren. Aber du solltest mal in die Fahrstube gehen, ey. So, unser Kollege muss jetzt hier drin bleiben und warten, bis ich wieder zurückkomme. Und ich muss jetzt einfach rausfahren. Und so lange Scheiße bauen, bis die Polizei mich umbringt und mein Fahrzeug beschlagnahmt wird. So, hier tue ich jetzt einfach mal umbringen. Richtig Scheiße bauen, bis die Polizei uns umbringt. Während ich hier Scheiße baue, kann ich euch schon mal sagen, Entschuldigung wegen der Grafik, ich drehe das halt momentan noch mit dem Handy, dann bitte abonnieren, meinen Channel abonnieren. Ich bin jetzt momentan Anfänger, habe gerade mal 3 Videos hochgeladen, genau dasselbe, aber in Spanisch und deswegen mache ich das jetzt einmal auf Deutsch. Dann würde ich um einen Like bitten, halt wirklich nur ein Like und abonnieren, mehr verlange ich nicht. Und dann könnt ihr auch mal, wenn ihr wollt, mache ich einen Livestream. Das habe ich heute probiert, aber das hat irgendwie nicht geklappt, Laptop Scheiße oder irgendwas. Und wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage schickt oder einfach über Facebook anschreibt, Name lasse ich dann in der Videobeschreibung, dann könnt ihr mir anschreiben und ich sage dann wann, wo und wie. So, unser Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Wir fahren jetzt einfach wieder ganz normal in die Garage rein, gehen ganz normal in die Garage rein. Unser Kollege steht noch drin. Das ist, apropos, Maurice, geboren zum Zocken. Ja. Der wird bei alle deutschen Videos mitmachen. Euren sein Channel könnt ihr dann auch abonnieren. Der wird dieselbe Videos wie ich hochdrehen, aber halt von seiner Seite aus. So, was wir jetzt machen müssen, wir steigen ein Fahrzeug ein mit unserem Kollegen. Und wenn wir Gas geben, kommt uns diese Meldung. Ist gut auf dem Bild zu erkennen. Garage mit Fahrzeug verlassen. Wenn man halt verlässt, wird Fahrzeug zerstört. Und hier müsst ihr dann 3 zählen. Wenn ihr 3 zählt, müsst ihr X drücken und euer Kollege gleichzeitig Dreieck spammen. Also wir von drei runterzählen und bei los dann X bzw. 3 drücken. Genau. So. 3, 2, 1, los. So, ihr seht, mein Kollege ist verschwunden. Nein. Hat es nicht geklappt? What the fuck? Der backt hier gerade ewig rum. Du warst doch auf einmal, du warst doch kurz unsichtbar. Ja.
herzlichen Glückwunsch. So, und ihr seht jetzt, mein Kollege ist unsterblich. Ich kann ihn auch. Genau, er bringt mich um. So muss es sein. Schon. Und der Glitch ist total einfach, ist halt ein bisschen aufwendig für euren Kollege dann in dem Moment. Sieht, ich schmeiß Haftbomben, ihm passiert nichts. Er stirbt nicht. Ich habe öfters Fragen bekommen auf die spanische Version, ob beim Spawnpunkt irgendwas Bestimmtes rein auswählen muss. Nein, das ist wurscht. Das ist egal, was ihr da eingibt. Letzter Ort, Apartment ist egal. Und Fahrzeugzugang ist eigentlich auch egal. Hauptsache, euer Kollege kann dann einsteigen. So, ihr seht jetzt da, mein Kollege mit einer Granate in der Hand explodiert, zerstört sein eigenes Fahrzeug. Und lebt aber trotzdem noch. Was auch zu beachten ist, wie bei allen anderen God-Mode-Glitches auch, ihr dürft nicht in der Garage reinfahren, ihr dürft nicht im LS Customs reinfahren. Wenn ihr Munition wollt, müsst ihr die euch davor kaufen. Ihr dürft eigentlich nichts machen, außer die Leute erschießen. So, und hiermit verabschieden wir uns. Und wie schon gesagt, bitte like und meinen Channel abonnieren und bis zum nächsten Mal. Servus.